Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge Nummer 31, ich glaube, von Voxel Tycoon. Ja, hier sind wir jetzt drin in dem Spiel und wie ihr seht, dieser Punkt hier, der gefällt mir ja nicht mit dieser Bahn hier. Da steht auch schon wieder einer und wartet, das ist alles nicht richtig. Da müssen wir mal gucken nach dem Intro, dass wir das mal hier gerade ziehen. Irgendwas passt hier nicht, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier das mit den. Hier, guck, der steht da drin und es geht nicht voran. Aber keiner weiß, warum der jetzt nicht fährt. Oh, ach so, wir haben das Spiel in Pause. Na, jetzt ist wirklich in Pause. So, jetzt ist es schneller. Warum fährt er nicht? Weil von da hinten einer kommt oder was? Tatsächlich. Man muss hier noch doch noch ein Signal hin. Aber das passt hier alles nicht so wirklich. Lass uns mal gucken, dass wir hier. Also schon allein hier dieses hier und dann ist es hier so schmal, das geht gar nicht. Ich glaube, wir müssen da was ändern. Also erstmal will ich hier noch ein Gleis daneben haben. Das hier richtig abbiegt. So. Und das soll da drauf gehen, passt. So, dann brauchen wir da auf jeden Fall, naja, da nicht, aber irgendwo muss gleich ein Signal dahin. Weil der steht da irgendwie an der falschen Stelle, meines Erachtens. So, jetzt muss dieses Stückchen hier freigegeben werden, ne? Bis nach hier, oder? Das ist irgendwie doof. Das hat nicht geklappt, oder? Eins muss da weg. Ich glaube das, oder? So, der hat da rot, weil auf dem Stück ist ja einer. Und der fährt aber auch jetzt raus, hoffentlich. Sieht auch gut so aus. Der fährt durch. Fährt da lang. Dieses Stück kann jetzt, glaube ich, weg. Da ist jetzt gerade keiner da. Hier, das mache ich anders. Das passt irgendwie nicht. Dann können wir hier aber auch noch was wegnehmen, ne? Und kommen jetzt mal hier raus. Und fahren dann. Warum muss der jetzt die Kurve so andersrum machen? Hm? So. Kann ich mit dem noch da? Ja. Das bedeutet, der da kommt weg. Der kommt da auch weg. Der kommt so dahin. Der kommt von da, kann aber nicht nach da fahren. Okay. Das heißt, wir müssen hier eine Strecke haben, die da irgendwie so gerade rüber geht. So. So müsste es klappen, oder? Sieht alles komisch aus, oder? Und da kommt jetzt der nach hinten durchfährt, oder es klappt auch, ne? Ja. Sieht so aus, als ob das funktioniert, sieht aber nicht so aus, wie ich es gerne hätte, aber ja, ist halt so, ne? Irgendein Fahrzeug hat ja kein Geld gemacht. Hier läuft's, aber die Schlange, die ist ja wieder hier grottenschlecht, ne? Ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt einen zweiten Erzzug machen. Hier sieht's ja mit dem Geld aus. Eigentlich hätten wir das. Wie viele Anhänger hat der? 2, 4, 5. Kaufen. Den und dann 5 von denen und dann können wir hier noch auswählen, was beladen wird, nämlich das, und dann kaufen wir den. So, dann nehmen wir den und setzen den auf die Strecke Eisenerz.
und starten den. Warum steht der jetzt hier und warum steht der da? Ach Mann, ey. Das hat hier nicht geklappt. Kann ich den zum Depot schicken? Das kann kein Warten. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Bitte schön. Das Signal wegreißen. Ja, das ging dann. Tja, jetzt weiß ich nicht, wie es läuft, aber der ist jetzt drin und den können wir wieder starten, oder? Hoffe ich. Kommt der jetzt da raus? Nee, ne? Ach, jetzt haben wir das gleiche Problem hier. Super. Kann ich den zum Depot schicken? Ja, auch gut. Hier passt was nicht. Hier ist wieder doof. Diese Strecke da, die kann doch hier raus. Die braucht doch keiner dann. Das sieht alles komisch aus hier. Er steht schon wieder an der falschen Stelle. Ja, das hat sich dann erledigt, weil den kann ich wieder nicht umdrehen, ne? Was denn zum ausgewählten Depot abschleppen? Aha, dann geht das. Sehr schön, da gibt es schon eine Sonderlösung. Das bedeutet aber, dass wir jetzt hier dieses Signal wegnehmen, oder? Jetzt ist da aber kein Zug drin, ne? Nee. Warum ist das Signal gerade rot geworden? Ach so, weil hier zwischen drin besetzt war wahrscheinlich. Und das Signal muss auch weg, sonst kann da gar keiner reinfahren. Und hier muss jetzt noch ein Signal. Ah, reicht das von der Länge? Weiß ich nicht. Reicht das? Wollen wir hoffen, ne? So, da kann jetzt keiner reinfahren, weil rot ist. Das ist schon mal gut. Und hier ist das gleiche Problem wie eben. Das heißt, das muss auch weggerissen werden. Das kennen wir ja auch schon, das Problem, ne? Okay, ich will hoffen, dass es jetzt passend ist, oder? Wie sieht's hier aus? Der fährt durch, der wartet, dass er raus kann. Bis jetzt sieht's gut aus. Die werden hier beladen, das sieht auch gut aus. Er hat da noch zwei Holzstücke drauf. Aber da müsste jetzt der andere Zug ja auch kommen, oder? Wir haben noch einen im Depot stehen, ne? Genau. Dann starte den nochmal. Okay, der wartet da, das ist schon mal gut. Ist frei und dann fährt er rein. Das passt. Jetzt müssen wir den hier noch wieder auch starten, fällt mir gerade so auf, ne? So, der fährt da lang, das ist auch gut. Das heißt, er fährt da rein, der andere kann nicht reinfahren. Das ist passend. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Mach das mal alles zu. Da kommt ein Zug zurück, einer fährt rein, das passt. Hier ist einer, der aber noch nicht entladen ist. Da passt es wieder nicht. Da fehlt uns noch ein Lagerhaus dann. Industrie, Verarbeitung, Lagerhäuser. Ja, komm, dann dreh das mal um, setz das da hin und dann muss da das rein. So, Zug kann dann auch da entladen werden.
Da kommt ja auch gleich einer. So, wie viel ist hier drinnen? 17, 15, okay. Da stehen wir gleich und haben keine Erze mehr für die Wagen. Aber da kommt schon der nächste, ne? Ja, super. Momentan läuft's. Wo ist nur das hier? Sieht wohl so aus, ne? Hier ist jetzt nichts mehr. Ist einer stecken geblieben? Ne, da kommt er. Ja, jetzt ist der leer. Jetzt muss aber ein Zug kommen, ne? Ja, macht er auch. So, dann kann der weiterfahren, dann passt das. Aber hier muss was rein. Jetzt kommt einer, das muss ja dann der sein. Genau, passt. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Ich hoffe, das läuft jetzt. Es stehen keine LKWs hier. Wie viel haben wir hier? 25, okay. Drei haben wir davon schon, drei Lager von dem Zeug. Ah, das dritte ist aber nicht voll. Aber so wie es jetzt aussieht, kommen wir damit klar, oder? Da steht wieder einer. Es könnte höchstens passieren, dass jetzt gleich hier irgendwie das Erz zu viel wird, ne? Aber eigentlich auch nicht, da ist 20 drin. Die kommen auch immer vorbeigefahren. Macht eigentlich einen schlanken Schuh, oder? Müsste gehen. Ja, bald sind die Baumstämme das Problem, aber eigentlich sind hier genug LKWs, die das dann wieder abholen, oder? Es läuft. Wir haben jetzt 270 Euro Bank wieder. Das heißt, wir können auch weiter investieren. Das ist auch gut so. Welches LKW hat jetzt kein Dingens eingenommen? Oh, da wird nichts geliefert hier. Schrecklich. Komm, wir verhindern mal die Schließung. Und wo muss ja... Ja, hier passt es nicht. Oh, was ist da los? Weil der falsches Zeug anliefert, ne? Das ist der Logistik. Das ist das Fahrzeug, Statistik, Details. Hier ist verkehrt, der soll das jetzt anliefern. Und fahr einfach mal weiter. Und wo fahren die alle hin? Ich hoffe, zum Bahnhof. Hier sind Bretter, die nicht geliefert werden. Die Bude macht auch bald zu dann. Können wir die retten? Boah, 173.000, das ist aber viel Geld. Schaffen wir da ein Auto hinzuschicken? Kaufen wir eins. Wer liefert Bretter? Er hier. Kaufen. Tja, jetzt ist die Route angesagt, ne? Von Melrichstadt 5 nach Holz nach... Wo war denn das? Jetzt ist schon weg. Ich glaube, das stand hier und ist jetzt schon weg, oder? Ja, ist schon weg. Hat gut geklappt. Schade, ne? Hier sieht man noch die braune Erde, wo das Gebäude stand. Gut. Schiefgelaufen, würde ich sagen. Hier oben werden irgendwelche Zahnräder gebraucht, die wir auch nicht haben. Ja, ich glaube, wir müssen mal nach Materialien gucken und gucken, dass wir die beliefern, ne? Hier Baumstämme laufen. Aber der Rest hier irgendwie nicht. Das, da kommt wohl auch nichts an, weil er jetzt hier auch steht. Jetzt sind die Bretter auch wieder über. Ja, dann kannst du den nur zum Depot erstmal schicken, ne? Bringt ja nichts. Machen wir gerade schneller.
Ja, müssen wir nächstes Mal durchforsten, würde ich sagen. Aber diesmal nicht mehr. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.